Oliver Lakwa nimmt uns mit in seine Schule oder in das, was davon übrig ist. Das waren mal Sekretariat, Büros und Lehrerzimmer, bis ein kleiner Aktenvernichter gebrannt hat, vor 14 Monaten. Seit 2 Monaten wird hier nicht mehr gearbeitet. Es herrscht Baustopp. Seine Schule ein einziges Provisorium. Sekretariat und Büros sind in Schulzimmern, die Klassen ausgelagert oder ohne feste Räume. Für das Lehrerzimmer musste die Bibliothek weichen. Das Dach ist undicht, es funktioniert wenig bis gar nichts. Ja, also wir haben keinen Wasseranschluss, weil wir hier Störungen in der Wasserleitung hatten. Und letztendlich kann es nicht repariert werden, weil die Wasserleitungen zu verrostet sind. Die Voss-Boss ist sicher das krasseste Beispiel, aber mittlerweile gehen auch Schüler anderer Schulen in Augsburg auf die Straße. Die Lehrer sind gestresst und die Schüler sind genervt, weil es auch eben so laut ist. Die Toiletten laufen über. Bei der 11. Klasse hatten wir eben ein Klassenzimmer, das geschimmelt hat und von der Decke hat es da auch getropft und es war so widerlich, also da hat es richtig gestunken. Wie heruntergekommen viele Augsburger Schulen mittlerweile sind, zeigen Fotos, die uns Schüler des Peutinger und des Fugger Gymnasiums zugeschickt haben. Risse in den Wänden und bröckelnder Putz, zahlreiche Toiletten sind einfach nur eklig. Der Stadt sind die Zustände bekannt. Nach jahrzehntelangem Sanierungsstau steuert sie jetzt endlich mit einem 300 Millionen Euro Investitionsprogramm dagegen. Wird das ausreichen oder? Nein. Ich habe vor einigen Jahren mal den Spruch getan, der mich verfolgt, der aber richtig ist. Gib mir einmal den Haushalt der Stadt Augsburg, dann können wir die Schulen zeitnah auf Stand bringen. Ich kriege den Haushalt eines Jahres nicht. In der Voss-Boss am Alten Postweg hat Konrad Maurer sein Büro. Er ist für 50 Schulen in Südbayern zuständig und stellt der Stadt ein vernichtendes Urteil aus. Es gibt auch ältere Schulgebäude, aber eines, das in einem derart desolaten Zustand wäre wie meine eigene Schule, kenne ich nicht. Das klingt nach einem Augsburger Problem? Ja, so ist es wohl, ein Problem der Stadt Augsburg. Am Alten Postweg sollen bald Containerklassen stehen. Viel mehr als dieses nächste Provisorium scheint es in Augsburgs Schulen nicht zu geben.